Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren IP-Kamera-Review hier auf meinem kleinen Technik-Kanal. Ich habe heute die Tapo von TP-Link. Dabei handelt es sich um eine dreh- und schwenkbare Indoor-Kamera mit Nachtsicht, Bewegungserkennung, Micro-SD-Karten-Steckplatz, 1080p Full-HD-Auflösung und vielen weiteren Features. Die kommt in diesem schönen blau-weißen Karton daher. Kann an Wand und Decke befestigt werden und hat, wie gesagt, die Möglichkeit, Alarm- und Daueraufzeichnungsdaten lokal auf einer Micro-SD-Karte bis 120 GB zu speichern. Die Kamera kann im WLAN, aber glaube ich auch verkabelt im LAN betrieben werden. Das wird jetzt hier draußen gerade gar nicht erwähnt, bin mir nicht ganz sicher. Schauen wir uns gleich an. Zwei-Wege-Audio, damit wir mit der Kamera sprechen können. Wir können bestimmte Bereiche des Bildes ausblenden, falls wir die nicht mitfilmen dürfen oder möchten. Und es gibt ein Easy-Setup, eine einfache Einrichtung. Das schauen wir uns jetzt im Laufe des Videos alles an. Erstmal kurz zu den Packungsinhalten. Die kommen in diesem schönen Eierkarton hier daher. Fangen wir mal hier eben mit dem uninteressantesten an, nämlich dem Netzteil. Das ist ein ganz normales Euro-Stecker-Netzteil. Das gibt 9 Volt und 0,6 Ampere, also 5,4 Watt maximal aus. Auf diesem kleinen Klinkenholsteckerchen hier. Dann haben wir hier noch den Standfuß. Ich frage mich gerade, ich habe doch hier bestimmt noch, ja genau, den Papierkram drin vergessen in der Verpackung. Da ist er. Ein paar rechtliche und Sicherheitshinweise, Lizenzhinweise. Was ist das hier noch? Eine Bohrschablone für die Wandhalterung, damit wir mit der später nicht irgendwo an Wand und Decke rumfuchteln müssen, sondern das Ganze bequemer anzeichnen können. Hier seht ihr das nochmal, kann dann mit zwei Schrauben bzw. Dübeln auf entsprechende Oberflächen befestigt werden. Und dann können wir uns die TP-Link-App besorgen und die Kamera anschließen. Das war der Quick-Start-Guide und dann gibt es hier noch einen etwas ausführlicheren Quick-Start-Guide, glaube ich. Oder wahrscheinlich, nee, das ist wahrscheinlich das gleiche, nur mehrsprachig, ganz genau. Da haben wir hier vorne wahrscheinlich auch irgendwo noch eine deutsche Variante. Ja, aber das sind nur die gleichen drei Seiten mit dem QR-Code. Nee, ist sogar noch weniger, ist nur der QR-Code hier. Also für die Schnellanleitung müssen wir uns hier auf Englisch beschränken oder auf mein Video, welches ihr gerade anhabt. Denn ich werde euch jetzt hier im Laufe dieses Videos zeigen, wie das Ganze einzurichten geht. Hier haben wir die Wandhalterung direkt mit zwei Schrauben dabei geliefert. Dübel, ach doch, da sind wohl Dübel, zwei Stück an der Zahl auch. Und ja, die Wandhalterung aus Kunststoff wird dann hier aufgesetzt irgendwo und die Kamera kann dann da wahrscheinlich ganz einfach reingedreht werden und ja, hält dann sicher darauf fest. Die ist hier nochmal einfoliert tatsächlich. Damit wären wir mit dem Eierkarton soweit durch und befreien das gute Stück hier noch. So, da ist sie in schönem mattem Weiß. Naja, nicht ganz matt, aber zum Glück auch nicht glänzend. Ist zugegebenermaßen ein bisschen günstig verarbeitet, aber ist ja auch ein Modell aus dem günstigeren Preisbereich auf jeden Fall. Das Innere der Kamera, der schwenk- und drehbare Kopf, der ist schwarz, wie ihr sehen könnt, mit durchsichtiger Klavierlackoptik an der Front, wo sich dann wahrscheinlich die Infrarot-Nachtsicht-LEDs hinter befinden. Oben das grün schimmernde Löchlein, das ist der Helligkeitssensor zur Regelung der Infrarot-Nachtsichtfunktion und unten, das dürfte das kleine Mikrofon sein. Auf der Rückseite haben wir das Lautsprechergitter und tatsächlich nur den Anschluss für die Stromversorgung. Ist also tatsächlich eine reine WLAN-Kamera, wie es ja eigentlich auch schon auf der Verpackung beschrieben wurde. Aber ich hätte gedacht, sie hätte trotzdem noch einen LAN-Anschluss. Gut, dann sind wir gleich zur Ersteinrichtung tatsächlich auf die TP-Link-App angewiesen. Hier unten haben wir, um die Kamera hinzustellen, drei Standfüße, drei Rutschstopperfüße und die Drehfunktion. Also die Schwenkfunktion, die findet tatsächlich hier unten statt, wie ihr sehen könnt. Das hier ist schwenkbar, hier bewegt sich das Ganze dann. Und die Neigefunktion, das ja, macht die Kamera dann hier oben am Kopf. Also der Kopf selber hier oben, der ist nicht nach links und rechts schwenkbar, sondern tatsächlich nur das innere Teil hier nach oben und unten. Ja, ganz witziges, einfaches Design. Gerade in der Preisklasse ist das angemessen. Hier unten dann der Mechanismus mit der Wandhalterung. Wie gesagt, die würde man dann hier ganz einfach so reindrehen können und ja, das hält auf jeden Fall super sicher, braucht man sich keine Sorgen machen. Ich zeige euch nochmal eben, wie wir die SD-Karte jetzt einlegen, nicht etwa hier unten oder hier hinten irgendwo, sondern dazu drehen wir den schwenk- oder neigbaren Teil hier ganz nach oben innen drin. Dann seht ihr hier unten sowohl den Slot für die Micro-SD-Karte als auch rechts daneben einen kleinen Reset-Knopf. So, die Karte lege ich mal eben ein. Können wir hier Micro-SD-Karten üblich reindrücken. Die rastet dann ein, ganz genau, und hält fest. Auf die gleiche Art und Weise kommt die auch wieder raus.
habe mir mein Smartphone jetzt schon mal bereitgelegt. Wie gesagt, wir machen das jetzt alles zuerst mal mit der TP-Link Tapo App, so wie das vom Hersteller empfohlen wird. So, einmal die Stromversorgung hier eingerichtet, dann leuchten offensichtlich die Nachtsicht-Infrarot-LEDs kurz auf. Außerdem oben in der Mitte eine rote Status-LED und wahrscheinlich macht sie jetzt sowieso erstmal einen Testlauf, schwenkt einmal rum und sollte sich dann gleich im Einrichtungsmodus befinden. Ja, und dabei sollte man sie natürlich lieber hier unten am Fuß festhalten, ansonsten bewegt sich nämlich genau dieser. So, das ist jetzt der erste Testdurchlauf hier, dabei blinkt sie in Rot und Grün oben mit der LED. Sollte also bedeuten, sie ist wahrscheinlich bereit für die Einrichtung. So, die Tapo-App habe ich auf der linken Seite schon mal geöffnet, unter Android jetzt in dem Fall. Da müssen wir erstmal ein paar Datenschutz- und Nutzungsbedingungen akzeptieren. Das tue ich mal eben hier, zumindest das Notwendige. Und dann, wer hätte es gedacht, brauchen wir erstmal eine TP-Link-ID, einen Account bei TP-Link, den werde ich mal eben einrichten. Bis gleich. Und so sieht dann der Hauptbildschirm aus. Wir können jetzt hier erstmal ein Gerät natürlich hinzufügen. Verschiedene Tapo-Modelle zur Auswahl. Außerdem stellt TP-Link auch noch Steckdosen und andere smarte Dinge her, wie ihr hier sehen könnt. Wir nehmen jetzt mal die Tapo C200. LED blinkt auf jeden Fall rot und grün. Das haben wir gerade schon gesehen. Und wir bleiben mit unserem Smartphone in der Nähe des Tapo-Geräts und in der Nähe des Routers. Standortzugriff will er haben. Ja, da kommt man hier für die Einrichtung zumindest nicht drum herum. Mache ich den mal eben an. So, dann versuchen wir das nochmal. Da hat er jetzt sehr schwer zu erkennen, da ich den Dark Mode unter Android aktiviert habe, hier die Tapo Cam gefunden, Verbindung hergestellt. Jetzt hat er nämlich mein Smartphone mit einem provisorischen WLAN verbunden, welches die Kamera zur Verfügung stellt. Das hatte ich gerade schon in den WLAN-Einstellungen entdeckt. So, und jetzt sucht Tapo mein Tapo-Gerät, hat es inzwischen gefunden. Die LED blinkt hier immer noch in Rot und Grün, denn die Kamera ist natürlich auch noch nicht mit unserem Hauptnetzwerk verbunden. Das können wir jetzt hier auswählen. Wenn euer WLAN-Name verborgen ist, dann geht ihr wahrscheinlich über den Link hier unten. Mein WLAN wird jetzt hier angezeigt, deswegen logge ich mich hier mal schnell ein, beziehungsweise übermittle das Kennwort an die Kamera. So. Dann sehen wir die Daten nochmal zusammengefasst und jetzt sollte sich die Kamera in unser WLAN einloggen. Beobachten wir mal die Status-LED hier, die blinkt nach wie vor. Befinde mich jetzt hier eine Etage über dem WLAN-Router. So, jetzt blinkt sie nur noch grün. Das sieht schon mal vielversprechend aus. Mein Handy hat inzwischen die WLAN-Verbindung zu diesem provisorischen Tapo-WLAN getrennt und die grüne LED leuchtet jetzt dauerhaft. Sieht eigentlich gut aus und ich erwarte, dass das hier jeden Moment abgeschlossen wird. Mein Handy ist inzwischen wieder mit meinem Haupt-WLAN verbunden und da sollte jetzt eigentlich auch die Kamera drin sein. Warten wir nochmal hier ein paar Sekunden. Ja, das hat jetzt nochmal ungefähr eine Minute lang gedauert. Ich weiß nicht, was er jetzt alles gemacht hat. Wir können auf jeden Fall dem Gerät jetzt hier noch einen Namen vergeben. Das wäre jetzt hier also meine Tapo am Tisch. Nenne ich die jetzt ganz einfach mal, damit ich die später wiedererkenne. Gehe nochmal auf Weiter, Standort, sodass wir die Kamera später anhand eines Symbols auch einfach auseinanderhalten können. Ja, Schreibtisch gibt es hier nicht, deswegen nehme ich mal die Hundehütte. Auch ganz interessanter Standort für eine Kamera. Hoffe nur, euer Hund ist dann auch datenschutzrechtlich damit einverstanden. So, Informationen zur lokalen Speicherung. Dazu müssen wir eine MicroSD-Karte einlegen und die gleich hier in der App initialisieren. Wir können die Kamera auch mit Amazon Alexa oder anderen Assistenten fernsteuern. Wenn wir zum Beispiel so eine Alexa mit Bildschirm haben, dann können wir sagen, Alexa, zeig uns die Tischkamera beispielsweise. Das machen wir aber vielleicht später. Das weiß ich leider nicht. Ja, da hat mir jetzt Alexa im Hintergrund geantwortet, habt ihr vielleicht gehört. Das können wir auf jeden Fall auch später tun. Ich habe aber sowieso keine Alexa Show, heißt sie, glaube ich, mit dem Bildschirm. Von daher ist das wahrscheinlich für mich sowieso eher irrelevant. So, da haben wir jetzt meine Tab-Tisch, da habe ich mich leicht vertippt. Eine Kamera habe ich hinzugefügt als Gerät und bevor wir uns die anschauen, gucken wir mal eben, was wir hier sonst noch in der App machen können. Hier können wir offensichtlich Routinen anlegen, wie wir das auch aus der Alexa-App beispielsweise kennen. Wenn wir hier unser Zuhause verlassen, können wir hier, genau, als Beispiel zum Beispiel Glühbirnen, smarte Steckdosen oder Kameras ausschalten. Und da oben seht ihr auch schon die erste Push-Benachrichtigung der App, da sie hier gerade eine Bewegung erkannt hat. So, das mit den Routinen schauen wir uns gegebenenfalls später an. Hier haben wir noch die Kategorie Ich. Dort können wir die gerade schon aufgeploppten Benachrichtigungen konfigurieren und auch abschalten natürlich. Und hier auch in die Kameraeinstellungen gehen.
Okay, das ist relativ überschaubar hier. Schauen wir mal später, was wir da für jede Kamera separat noch einstellen können. So, hier gibt es auf jeden Fall schon mal ein Firmware-Update, welches ich mal eben auf die Kamera rüberschieben werde. So, ein paar Minuten sind vergangen. Update scheint drauf zu sein und Taptisch in der Hundehütte ist wieder online. Deswegen kann ich die auswählen und bekomme dann tatsächlich das Live-Bild direkt. Und nicht nur das, sondern auch die Soundübertragung könnt ihr vielleicht hören. Ja, führt hier zu einem schlimmen Echo. Deswegen kann ich das hier in der App deaktivieren, beziehungsweise, Entschuldigung, den Regler hier runter regeln. Eine wirkliche Stummschaltentaste gibt es nicht, sondern nur diesen Lautstärkeregler. Links daneben kann ich eine Videoaufzeichnung starten. Die Daten werden dann auf dem Handyspeicher abgelegt, in dem entsprechenden Ordner der Tapo-App. Zum Beispiel jetzt hier diesen 6 Sekunden langen Clip, ganz genau so. Das gleiche kann ich natürlich auch mit einem Standbild tätigen. Das hat er jetzt aufgezeichnet und weil ich hier rumfuchtel, auch zwischendrin immer wieder eine Bewegungserkennung drauf. Die Live-Übertragung, die funktioniert gut, hat ungefähr, ja, ziemlich genau eine Sekunde, würde ich sagen, Verzögerung. Man muss natürlich dabei bedenken, dass das Videobild jetzt hier wahrscheinlich einmal um den Globus mindestens herumgeschickt wird, da es eben über diesen Cloud-Service von TP-Link bzw. Tapo läuft. Das wird jetzt also nicht nur rein in eurem lokalen Netzwerk zur Verfügung gestellt, hat aber auch den Vorteil, dass ihr das Kamerabild jetzt zumindest mit dieser Tapo-App hier, so wie ich sie jetzt eingerichtet habe, weltweit empfangen könnt, ohne hier weitere Vorkehrungen zu treffen an eurem Netzwerk, an eurem Router zum Beispiel in Form von Portöffnungen oder sowas. Dann haben wir hier natürlich auch eine Gitteransicht, wenn wir mehrere Geräte eingerichtet haben. Wir können ja auch weitere Kameras natürlich hinzufügen, höchstwahrscheinlich auch von Drittherstellern. Und wir können das Kamerabild natürlich auch in den Vollbild schalten. Das sehe dann so aus und da könnt ihr auch sehen, dass hier auch auf dem Vorschaubild die Qualität auf jeden Fall schon ganz ordentlich ist und auch der Weitwinkel gefällt mir. Wenn ihr mal seht, wie wenige Zentimeter die Kamera eigentlich hier von diesen Objekten wegsteht, dafür bekommt sie auf jeden Fall noch eine ganz gute Aufzeichnung derer hin. So, gehen wir mal eben hier aus dem Vollbildmodus raus und zurück. Achso. Wieder zur Hundehütte. So, dann haben wir jetzt natürlich hier auch die Funktion, das Handymikrofon zu nutzen. Dazu müssen wir dem erstmal hier die entsprechenden Rechte einräumen. Ich nehme das gerade mal hier hoch. Dann kann ich jetzt nämlich hier gedrückt halten, das Mikrofon, und hier unten reinsprechen. Ja, auch das gibt ein grausames Echo, aber man konnte mich kurz verstehen. Also hier kann man dem Einbrecher Bescheid sagen, dass er erwischt wurde mit seiner Katze, mit seinem Kind sprechen oder wie auch immer. So, das klappen wir wieder ein. Denn was ich euch auch auf jeden Fall noch zeigen möchte, natürlich sind die Schwenken- und Neigenfunktionen. Die sind hier intuitiv dargestellt, zum Beispiel nach rechts. Könnt ihr gedrückt halten und ja, Kamera reagiert sofort, sieht wunderbar aus, hört auch sofort wieder auf. Gab es bisher keine großartigen Verzögerungen bzw. Festhängungen, dass man hier loslässt und die Kamera dann ewig weiterfährt, weil sie das Signal vom Loslassen gar nicht mehr bekommen hat. Das passiert hier nicht. Außerdem können wir die Kamera auch automatisch bestimmte Wege abfahren lassen, wie hier zum Beispiel hoch und runter oder natürlich auch vertikal von links nach rechts. Wir können uns Positionen auch speichern. Gehen nochmal eben hier zurück. Zum Beispiel jetzt den Blick auf die Lampe hier. Die könnte ich dann markieren, als markierte Position 1 benennen, in dem Beispiel abspeichern. Wenn ihr die Kamera dann verstellt auf eine andere Position, zum Beispiel so auf den Monitor. Ich gehe nochmal zurück zu Markierungen und rufe meine markierte Position 1 auf. Dann fährt sie wieder zurück auf die Lampe, so wie ich das gerade eingestellt habe. Im Privatsphärenmodus können wir höchstwahrscheinlich bestimmte Bereiche im Bild ausblenden. Nee, können wir nicht. Jetzt sind Streaming- und Aufnahmefunktionen deaktiviert. Okay, das nehme ich mal wieder raus. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir da bestimmte Bereiche im Bild ausblenden können. Anscheinend nicht. Bewegungsalarm können wir hier generell komplett ausschalten. Nee, einschalten. Jetzt ist er scharf. Und hier auf der rechten Seite die aufgezeichneten Daueraufzeichnungen bzw. auch solche, die durch einen Alarm ausgelöst wurden eben. Die könnt ihr dann hier kalendarisch nach Tagen sortieren. Ja, jetzt sagt er mir oben, das Netzwerk sei instabil. Dabei habe ich eigentlich eine gute WLAN-Verbindung hier. Kamera anscheinend auch. Sie ist nämlich immer noch da. Ich schwenke die mal eben wieder hier zurück in eine etwas bessere Ansicht auf den Tapo-Karton. Ja, okay. Jetzt weiß ich auch, was hier mit Alarm gemeint war, nämlich tatsächlich ein akustischer Alarm aus der Kamera bei Bewegungserkennung. Das war ziemlich durchdringend. Hier oben kann noch die Bildqualität eingestellt werden. Das steht jetzt auf hohe Qualität,
bin jetzt ja hier auch im lokalen Netzwerk. Wenn ihr zum Beispiel mit einer Mobildatenverbindung unterwegs seid, empfiehlt es sich hier vielleicht die niedrige Qualität auszuwählen, um nicht so viel Datenverbrauch zu erzeugen. Und was auch noch interessant sein dürfte, sind die Einstellungen, die wir unter diesem Rädchen hier finden. Dort können wir der Kamera wieder einen anderen Namen und Standort zuweisen, die Zeitzone festlegen, außerdem die LED hier vorne dran ausschalten. Die leuchtet ja standardmäßig dauerhaft grün. Wenn ich das mal ausschalte, genau, dann ist die Kamera nämlich auch viel unauffälliger, wenn man das aus Diskretionsgründen so möchte. Die Erkennungen und Warnungen können wir hier konfigurieren. Gibt auch einen AI-Erkennungsmodus, der dann versucht, menschliche Formen zu erkennen, sodass es zu keinen Fehlalarmen oder zumindest zu weniger Fehlalarmen bei durchs Bild laufenden Katzen, durchs Bild wehenden Müll, Papier, was auch immer kommt. Hier könnt ihr dann den Daueraufnahmezeitplan einrichten, wobei orangene Felder die alarmgesteuerte Aufzeichnung sind und blaue Felder die kontinuierliche Aufnahme. Um das zu ändern, geht ihr hier oben auf Bearbeiten und wählt dann zum Beispiel hier am Montag von 0 bis 10 Uhr morgens die kontinuierliche Aufnahme aus. Ansonsten wäre jetzt rund um die Woche nur die orangefarbene, die alarmgesteuerte Aufnahme auf die SD-Karte aktiv. So, gehen wir nochmal zurück. Und hier haben wir jetzt, glaube ich, doch den Privatsphärenschutz. Genau, dort können wir Bereiche im Bild ausblenden, aber offensichtlich nur in Verbindung mit der Tapo Cloud, die wir hier für 30 Tage kostenlos testen können. Mal eben schauen, ob ich da so reinkomme, ohne mich weiter zu registrieren. Ja, anscheinend, zumindest für 30 Tage. So, und jetzt sollte ich hier in der Lage sein, eine Zone zu ziehen, zum Beispiel über die Blume hier. Also hier unten Zone hinzufügen. Genau, dann kann ich diesen roten Bereich hier über die Blume setzen. Und wenn ich das jetzt hier übernehme, dann sollte der Bereich genau anschließend ausgeschwärzt sein, da die Blume sehr eitel ist und nicht gefilmt werden möchte. Ist mir aber egal, deswegen schalte ich den Privatsphärenschutz wieder aus. Und wir sehen sie wieder. Die Kamera kann automatisch nach einem Zeitplan rebootet werden, um zum Beispiel zu verhindern, dass sie sich aufhängt irgendwann. Und ja, hier gibt es noch verschiedene weitergehende Einstellungen. Wahrscheinlich hier noch das Onscreen-Display, genau, Datum auf dem Kamerabild anzeigen oder auch nicht. Außerdem auch einen Text, den wir auch benutzerdefiniert festlegen können. Ja, wirklich mal gar nicht so wenig Einstellungen dafür, dass es nur in Anführungsstrichen eine Smartphone-App ist hier. Die funktioniert aber gut, kann ich mich wirklich nicht beschweren. Und für Leute, die eine schnell einzurichtende WLAN-Kamera suchen, ist das hier auf jeden Fall eine Lösung. Was mich jetzt noch interessiert, ist, ob die Kamera ihr Videobild auch über irgendwelche Videostandards, sprich zum Beispiel RTSP, das Realtime-Streaming-Protokoll oder sowas zur Verfügung stellt, sodass wir das auch in Drittherstellersoftware und auch Hardware übrigens empfangen können. Dazu begebe ich mich jetzt nochmal eben rüber zu meinem PC und versuche die von da aus zu erreichen. Ja, und ihr seht schon, das hat, entgegen meiner Erwartungen muss ich sagen, funktioniert. Die Kamera stellt das Video-Live-Bild tatsächlich unter anderem über das RTSP-Protokoll zur Verfügung. Damit können wir es prinzipiell in unzähligen Videoplayern, Smartphone-Apps oder wo auch immer wiedergeben, auch an Hardware-Geräten oder ob hier am PC im bekannten VLC-Videoplayer. Am Smartphone auch, da benutze ich ganz gerne den IP-Cam-Viewer unter Android, lässt sich problemlos mithilfe der lokalen IP-Adresse der Kamera dort einbinden. Ist dann natürlich vom Handy nicht weltweit erreichbar, das funktioniert leider nur mit der TP-Link-Tapo-App. Außer natürlich, ihr öffnet Ports an eurem Netzwerk, also beispielsweise den Port 554 für das RTSP-Protokoll, wovon ich euch aber aus Sicherheitsgründen abraten würde, wenn ihr nicht ganz genau wisst, was ihr da tut. Alles in allem finde ich die kleine Tapo hier in der Preisklasse sehr zufriedenstellend, ist ein solides Gerät für mittlere 30 Euro. Auch die Nachtsicht ist übrigens ordentlich, habt ihr ja glaube ich gesehen. Das Ganze ist insbesondere für Anfänger und unerfahrene User schnell und problemlos eingerichtet. Da hatte ich schon weitaus hakeligere Kandidaten, wo ich dann den halben Nachmittag wirklich durchs Haus gerannt bin, bis sie endlich im WLAN drin war. Auch das Videobild läuft in allen Situationen in einer schönen Qualität und sauber bisher, sowohl mit der Tapo-App als auch lokal über RTSP eben. Die Cam scheint auch mit etwas schwächerem WLAN-Signal noch gut klarzukommen. Spätestens dann im niedrigen Auflösungsmodus läuft es wieder rund. Und ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen, außer dass die Outdoor-Szenen, die ihr im Laufe des Videos gesehen habt, übrigens wettergeschützt unter einem Dach aufgenommen wurden. Beziehungsweise war die Kamera unter einem Dach regen- und auch einigermaßen staubgeschützt montiert. Möchte an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass wir es hier mit einer reinen Indoor-Kamera zu tun haben. Also bitte nicht ungeschützt der Witterung aussetzen, sonst habt ihr nicht lange was davon.
Schönes System hier auf jeden Fall mit den Tapo-Geräten, von denen ich euch in Kürze übrigens noch weitere auf meinem Kanal vorstellen und ausführlich einrichten werde. Da gibt es noch weitere Kameras und allerhand Smart-Home-Ausstattung. Also haltet da die Augen gerne offen, wenn euch das interessiert. Ist gegebenenfalls auch schon unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch und danke euch, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wünsche euch jetzt einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade so Feines treibt. Und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.